Herzlich willkommen, DCTP von der Republika 2016. Mein Name ist Banse, Philipp. Machen wir so rum, Banse Philipp. Und mein nächster Gast ist Julia Reda. Ganz herzlich willkommen, Julia. Hallo. Du bist von 700, was hast du gesagt, 41 Abgeordneten im Europaparlament. Einzige Piraten. Ja, einzige Piratin, ja. Oder einzige Piratin überhaupt. Seit 2 Jahren jetzt da im EU-Parlament tätig und beschäftigt sich so viel mit Urheberrecht und solchen Fragen. Zunächst mal zu dir persönlich, wie ist es denn so alleine da im EU-Parlament? Ich finde das sehr spaßig. Also ich habe mir mit dem Urheberrecht tatsächlich auch einen guten Ruf erarbeitet, dass ich an dem Thema wirklich am Puls der Zeit bin und an den Debatten mitwirken kann. Ich weiß nicht, ob das so einfach wäre, wenn man jetzt als Einzelperson im Bundestag sitzen würde, weil im Europaparlament ist das halt relativ normal, dass Parteien nur von einer Person vertreten werden. Man schließt sich dann zu relativ breit gefächerten Fraktionen zusammen. Und so kommt das dann auch, dass ich eben in der Grünen Fraktion im Vorstand sitze, obwohl ich nicht Mitglied der Grünen Partei bin. Das erzählen ja so viele Parlamentarier, dass es sich so anders arbeitet im EU-Parlament. Viel konstruktiver, viel inhaltlich orientierter. Ist das so? Naja, beim Urheberrecht stimmt das nur zum Teil, weil es doch relativ wenige Leute gibt, die sich damit im Detail auskennen. Und manchmal führt das dann eher dazu, dass die Lobbys noch mehr Gewicht haben, weil eben das Gegengewicht von Seiten der Öffentlichkeit und der öffentlichen Meinung fehlt. Also es hat immer Vor- und Nachteile, wenn man so ein bisschen abseits vom Licht der Öffentlichkeit arbeitet. Was viele ja überhaupt nicht verstehen ist, wie Lobby überhaupt so einen Einfluss haben kann. Du bist Parlamentarier, ich bin jetzt Lobbyist für die Zementindustrie. Ja, und kommt, mach einen Termin bei dir und sag, du mit der Zementindustrie, das muss anders werden, wir brauchen Subventionen. Da würde man erwarten, dann sagt der Politiker, ja, du, ist mir doch egal, tangiert mich nicht. Und trotzdem haben die einen riesen Einfluss. Wie kommt das? Also ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass wir uns mit extrem vielen Themen auseinandersetzen müssen und letzten Endes nicht die gleichen wissenschaftlichen Dienste und so weiter haben, die man eben im Bundestag zur Verfügung hätte. Und insofern ist es halt oft so, dass man auf Expertise angewiesen ist. Und wenn jetzt jemand überhaupt keine Ahnung von der Zementindustrie hat, dann kommt er vielleicht auf die blöde Idee, die Zementindustrie zu fragen. Also natürlich ist es wichtig, dass man sich die Betroffenen von einem Gesetz anhört. Aber schwierig ist es, wenn die einzige Informationsquelle sind. Und manchmal fehlt dann halt auch die Rückkopplung mit der Öffentlichkeit. Also zum Beispiel ein Thema, an dem ich im Moment arbeite und wo ich auch hier auf der Republika jetzt drüber rede, ist das Thema Geoblocking. Also dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Wenn man irgendwie selber das Internet nicht so viel nutzt und letzten Endes nur Besuch von Verwertungsgesellschaften und Filmindustrie bekommt und die sagen einem, dieses Geoblocking ist absolut notwendig, um die kulturelle Vielfalt in der EU zu schützen, dann weiß man vielleicht gar nicht, wie viele Leute sich darüber im Alltag aufregen und vielleicht auch sich gegen ein Bezahlangebot entscheiden, weil sie es sowieso letzten Endes illegal woanders bekommen können, wo sie nicht von Geoblocking betroffen sind. Wie funktioniert denn Geoblocking? Das musst du mal kurz erklären. Also Geoblocking ist erstmal ein Sammelbegriff für jegliche Netzsperren, die aufgrund des Standortes, wo man sich einloggt, passieren. Also der Klassiker ist irgendwie, YouTube-Video in Deutschland ist gesperrt, weil sich YouTube und GEMA nicht auf eine Bezahlung einigen konnten. Oder beispielsweise Schweizer Fernsehen überträgt Champions League-Spiel, Deutsche nicht frei empfangbar. Ich lade mir die App des Schweizer Fernsehens runter, öffne die App, klicke auf Live-Spiel und dann sagt die App, nö, bei dir nicht. Und dann so. Das ist Geoblocking, ja. Das gibt es auch in wirklich abstrusen Varianten. Also teilweise haben Buchanbieter bestimmte Bücher nicht in Deutschland angeboten, weil die unter das Telemediengesetz fallen. Das heißt, Bücher mit nicht jugendfreien Inhalten muss man dann zwischen 22 und 6 Uhr im Kaufhaus blocken. Das ist natürlich total absurd,
weil man das Buch ja nicht zu dem Zeitpunkt liest, weil man es gekauft hat. Aber Ach so, die werden hier nicht online angeboten, weil sie dann geblockt werden müssten in dieser Zeit. Also, und das will niemand machen und deswegen bietet man es einfach nicht an. Ja, also ganz oft ist das so, dass ein Unternehmen letzten Endes Angst davor hat, nationale Gesetze umsetzen zu müssen, die irgendwie zu kompliziert sind. Und im Zweifelsfall entscheidet man sich dann halt dagegen, überhaupt in diesem Land anzubieten. Und deshalb ist halt irgendwie eine Harmonisierung der europäischen Gesetze da auch notwendig. Genau, das ist ja das Ziel der EU-Kommission, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, so einen einheitlichen europäischen Markt, digitalen Markt auch zu schaffen, so dass ich meinetwegen ja auch im Urlaub mein Pay-TV aus Deutschland gucken kann. Ja, also es gibt da verschiedene Ansätze, was sie machen wollen. Ja. Das eine ist tatsächlich so eine Art Roaming für Pay-TV. Also wenn ich irgendwie legal mir Zugang verschafft habe zu irgendeinem Pay-TV-Sender, dass ich dann, wenn ich auf Reisen gehe, den mitnehmen kann. Das ist die sogenannte Portabilität. Dazu gibt es jetzt einen Vorschlag. Aber dieser Vorschlag löst leider nicht das Problem, dass halt viele haben, dass in ihrem Land überhaupt kein legales Angebot da ist. Also zum Beispiel gibt es in einer ganzen Reihe von zentraleuropäischen Ländern erst seit kurzem überhaupt Netflix. Viele andere populäre Videodiensteanbieter gibt es da gar nicht. Und die können sich dann halt auch nicht in einem anderen Land dafür anmelden. Und warum machen die das? Also warum macht die Industrie das? Was ist deren Argument? Also zunächst mal im Urheberrecht steht nirgendwo, dass man geoblocken muss. Es ist so, dass Urheberrecht nur territorial gilt. Das heißt, wenn ich eine Lizenz erwerbe von irgendwie einem deutschen Rechteinhaber in Deutschland, dann kann ich damit auch nur den Film in Deutschland zeigen. Das Problem ist, es ist nirgendwo so richtig definiert, was das im Internet eigentlich bedeutet. Weil ich kann sagen, okay, ich habe eine Website, die ist auf Deutsch, die richtet sich an ein deutsches Publikum und ich zeige das jetzt online. Und dann könnte jetzt der Rechteinhaber sagen, ist in Ordnung, da muss nichts weiter gemacht werden. Aber die meisten Rechteinhaber sagen halt, nee, ihr müsst aktiv verhindern, dass andere Leute sich das anschauen können. Und dadurch kommt dann halt das Geoblocking zustande. Also vor allen Dingen Hollywood-Studios, die schreiben dann halt in ihre Verträge, das ist ein Exklusivrecht. Und die können dann halt gerade bei einem Blockbuster in Zweifelsfall lukrativer 28 Mal eine Exklusivlizenz verkaufen, als dass sie halt einfach verschiedenen Anbietern, die das gerne zeigen wollen, eben eine normale Nutzungslizenz verkaufen. Netflix ist ja jetzt auch gezwungen worden, das stärker durchzusetzen und um genau diese Lizenzen sozusagen durchsetzen zu können. Aber ist das nicht nachvollziehbar aus Sicht der Industrie? Also es ist eine Profitmaximierungsstrategie. Also man sieht das jetzt bei House of Cards. Das war eigentlich eine Produktion für Netflix. Aber Netflix Deutschland hat irgendwie für die letzte Staffel die Rechte nicht. Da muss man jetzt zu Sky. Und natürlich kann man sagen, okay, für die Hardcore-House of Cards-Fans, die müssen sich jetzt ein Netflix-Abo und ein Sky-Abo holen. Natürlich ist das für die Industrie besser, wenn die Kunden mehr bezahlen. Aber es ist letzten Endes eine Strategie der Profitmaximierung, die vor allen Dingen denen hilft, die eben sowieso schon besonders erfolgreiche Produkte haben und die überhaupt keine Schwierigkeiten haben, sich zu finanzieren. Aber eine kleine Produktion, jetzt meinetwegen ein polnischer Film, der irgendwie auf einer Video-on-Demand-Plattform im Internet abrufbar ist, den werden ja, wenn der im Ausland angeboten wird, wird er ja ohnehin synchronisiert oder mit Untertiteln versehen. Und wenn man jetzt diejenigen, die tatsächlich die polnische Sprache sprechen, denen erlaubt, das zu abonnieren und sich anzuschauen, dann würde dadurch ja mehr Profit generieren. Und wie groß ist die Chance, dass dieses Geoblocking abgeschafft wird in der EU? Also im Moment haben wir das Problem, dass halt vor allen Dingen die Hollywood-Studios dagegen massiv lobbyieren. Die kommen auch bei dir vorbei und sagen... Ja, ey. Also bei mir inzwischen weniger, weil sie halt wissen, dass das relativ wenig Sinn hat. Aber sie sagen halt, Geoblocking würde irgendwie kulturellen Minderheiten schaden und... Wieso das? Na, also ihre Argumentation ist, dass eben das Geoblocking die sprachliche und kulturelle Vielfalt schützen würde. Aber die Verbände der Minderheiten selber sagen, die sprachliche Vielfalt, die schützt sich ganz von selbst. Und warum kann ich, wenn ich jetzt in Brüssel bin, keine walisischen Nachrichten schauen? Also die haben ja überhaupt keine Chance, jemals in einem anderen Land verwertet zu werden. Und
Also einer von 10 Europäern spricht eine Minderheitensprache und die sind halt oft durch das Geoblocking daran gehindert, überhaupt an ihrer eigenen Kultur zu partizipieren. Ja, und wie groß ist die Chance, dass das abgeschafft wird? Also ich glaube, es kommt darauf an, dass die Öffentlichkeit irgendwie mitbekommt, dass die Chance besteht. Weil eigentlich hat die EU da eine riesige Chance, etwas zu ändern, was alle im Alltag nervt und wo auch alle einsehen, dass die EU da was verbessern könnte. Und insofern wäre das ein großer Imagegewinn für die EU, wenn sie da was machen würde. Aber das muss halt bei den Entscheidungsträgern ankommen. Okay, was kann man da machen? Also es ist sinnvoll, auf jeden Fall sich an seine Abgeordneten zu wenden, auch öffentlich über das Thema zu schreiben. Ich starte heute eine Kampagnen-Website ngoblocking.eu, wo ich auch das Thema nochmal genauer erkläre, Videos zur Verfügung stelle und so weiter. Ich denke, das ist das Wichtigste tatsächlich, sich an die eigenen Abgeordneten zu wenden und denen zu sagen, das ist was uns im Alltag tatsächlich schadet und wir würden ja gerne für Inhalte bezahlen, aber werden nicht gelassen. Du sitzt auch im Ausschuss, der die Dieselgate-Affäre untersucht. Da geht es jetzt nicht so genau darum, wenn ich das richtig verstanden habe, wie genau VW oder andere Automobilkonzerne quasi betrogen haben, sondern es geht so darum, wer von den nationalen Regierungen wann davon erfahren hat. Mhm. Denn das ist ja eigentlich EU-weit verboten. Genau, diese Manipulation. Ja, also es ist EU-weit verboten, Abschalteinrichtungen zu verwenden. Also das heißt irgendwie, die Autos erkennen zu lassen, ob sie sich in einer Testsituation befinden oder nicht. Und es gibt jede Menge Anhaltspunkte dafür, dass das halt flächendeckend von allen möglichen Autoherstellern gemacht wurde. Im Moment sind wir in der Phase so des Erkenntnisgewinns darüber, also inwieweit gab es da tatsächlich Rechtsverstöße? Es gibt jetzt viele Autohersteller, die behaupten, ja, wir haben diese Abschalteinrichtungen zwar benutzt, aber das ist in Ordnung, weil wir das nur gemacht haben, um unsere Motoren zu schützen. Und diese Argumente nehmen wir jetzt halt systematisch auseinander. Und danach geht es dann eben daran zu schauen, okay, warum haben die Mitgliedstaaten da nicht reagiert? Warum hat die Regierung nichts gemacht? Und warum hat die Kommission sich nicht eingeschaltet und die Mitgliedstaaten zum Handeln angehalten. Und wie groß sind die Erfolgsaussichten, da wirklich was zu verändern? Also erstmal geht es ja nur darum, aufzuklären. Und ich denke, da haben wir schon gute Aussichten, vor allen Dingen, weil wir ja auch nicht die Einzigen sind, die jetzt einen Untersuchungsausschuss machen. Also es wird auch im Bundestag und auch in anderen nationalen Parlamenten, in Frankreich, in Belgien untersucht. Wichtig ist, dass die Gesetze, die dann infolge dieses Skandals angepasst werden, sich nicht zu sehr eng nur auf dieses Problem Autotest konzentrieren, sondern ich glaube, wir haben es da mit grundsätzlicheren Fragen zu tun. Dürfen eigentlich Unternehmen, die Software auf unseren Konsumgütern installieren, darüber 100%ige Kontrolle behalten? Oder habe ich als Kundin nicht das Recht zu erfahren, wie ein Auto, das mich im Zweifelsfall umbringen kann, funktioniert? Und dann auch habe ich gewisse Informationsrechte gegenüber so einem Konzern. Was hätten denn die Länder machen können, wenn sie das ernst genommen hätten oder davon erfahren hätten? Strafen verhängen. Also Aufgabe der Länder ist an der Stelle eben zu sagen, diese Abschalteinrichtungen sind verboten und es gibt Sanktionen, wenn dagegen verstoßen wird, also Ermittlungen einleiten. All das ist halt im Zweifelsfall nicht passiert. Nochmal ganz kurz, so bigger picture, du sagst, eventuell einfach müssen wir mehr erfahren, was auch in unseren Autos passieren soll. Was für Geräte, was für Vorstellungen gibt es da noch? Also ich denke, eigentlich alles, was so mit Internet of Things zu tun hat, da spielt das eine Rolle. Also Autos sind inzwischen Computer auf Rädern. Genauso haben wir Computer als Implantate, zum Beispiel Herzschrittmacher oder künstliche Gliedmaßen und dergleichen. Das wird immer mehr ein Teil unseres Gesundheitssystems und überall da ist Software drauf, die nicht quelloffen ist, wo niemand überprüfen darf, wie und ob die funktioniert. Und da brauchen wir viel mehr Transparenz, damit wir letzten Endes wissen, wie die Technik funktioniert, die im Zweifelsfall eben über unser Leben bestimmt. Was gibt es denn deiner Ansicht nach für Konzepte, um sowas Abstraktes konkret überprüfbar zu machen? Software, ist es, ja, du kannst Software offenlegen, aber ist es denn auch wirklich dann genau diese Software, die auf diesem Gerät läuft, nur weil sie auf irgendeiner Webseite mal publiziert wurde? Wie will man das transparent und nachprüfbar machen? Also ich denke, Auditing-Verfahren sind dann ein wichtiger Schritt. Man kann schon überprüfen, ob die Software, die eben einer Prüfstelle vorgelegt wird, die gleiche ist wie auf einem bestimmten Fahrzeug auf dem Markt. Einfach über Hashwerte kann man eben schauen, ob das die gleiche Software ist, obwohl man sie
vielleicht nicht im Detail auf dem Fahrzeug überprüfen kann. Ich denke, es ist wichtig, dass die Fahrzeughersteller an der Stelle auch kooperieren. Also das heißt, nicht nur den Quellcode offenlegen, sondern im Zweifelsfall eben auch Ingenieure bereitstellen, die erklären, wie die funktioniert, die Fragen beantworten können. Und das heißt nicht, dass unbedingt alles quelloffen im Internet stehen muss, aber im Moment werden halt Geschäftsgeheimnisgesetze so ausgelegt, dass selbst zum Beispiel der TÜV, der ja als Prüfeinrichtung verantwortlich ist für die Überprüfung von Fahrzeugen, dass selbst der nicht darauf zugreifen kann, obwohl, glaube ich, keine Gefahr besteht, dass der plötzlich mit Volkswagen in Wettbewerb tritt. Wie groß ist denn der politische Wille da, was zu ändern? Ich glaube, von deutschen Abgeordneten ist der Wille extrem gering. Also da gibt es viele, die letzten Endes Volkswagen verteidigen und die versuchen, diesen Skandal so klein wie möglich zu halten. Ich hoffe, dass eben letzten Endes auch die Diskussion auf EU-Ebene hilft, weil es mag sein, dass es einige Mitgliedstaaten gibt, die von der Autoindustrie finanziell profitieren, aber insgesamt den gesundheitlichen Schaden tragen letzten Endes alle. Julia Reda, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das war Julia Reda von den Piraten im Europaparlament, hätte ich fast gesagt, aber sie ist die einzige Piratin da. Mein Name ist Philipp Banse, ich danke herzlich fürs Zugucken. DCTP von der Republika 2016. Die Videos gibt es bei YouTube oder bei dctp.tv. Danke und bis demnächst. Tschüss.